Strafzahlungen für etwas kuriose Taten sind in Wien eigentlich nichts Neues. Nach dem Kebabrülpser und den Flatulenzen neben einem Beamten gibt es jetzt allerdings wieder einen, der, ja, sagen wir mal so, relativ unverhofft ziemlich ordentlich zur Kasse gebeten wurde und das auch nicht unbedingt für ein Delikt, das für sonderlich viel Aufsehen eigentlich sorgen würde. Was genau ist denn dir, Nathan, an diesem Abend passiert? Naja, nachdem ich mit ein paar Freunden eine Geburtstagsfeier in einem Lokal im 9. Bezirk gefeiert habe, fand scheinbar irgendwo draußen eine Rauferei unter Jugendlichen statt. Meine Freunde und ich haben uns nach draußen bewegt, also quasi sind quasi rausgegangen. Ich habe ein Foto gemacht von der Szenerie, also quasi von dem absurd großen Einsatz wegen einer Mini-Rauferei. Genau, und daraufhin ist eben ein Polizeibeamter energetisch auf mich zugestürmt und wollte sofort meinen Ausweis sehen. Dessen habe ich mich natürlich verweigert, weil ich nicht einsah, weshalb ich, was ich jetzt gemacht hätte, was jetzt da der konkrete Vorwurf gewesen sein soll. Der Beamte griff dann nach meiner Schulter, wollte mich festnehmen. Hin und wieder kamen dann auch so Bemerkungen wie: bei uns in Österreich ist das üblich, dass Punkt, 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 also quasi relativ unnötige Anspielungen. Naja, und schlussendlich hat sich dann die ganze Situation so vorgetragen, dass mir dann ein Geäuder ungefähr entrutscht ist, aber als Ausrufezeichen. Ja, der Polizist sah das offenbar als Beleidigung und hat mich dann angezeigt wegen Anstandsverletzung. Und das Ganze kostet dich jetzt wie viel? Naja, würde mich kosten 100 Euro, aber bezahlen werde ich das nicht. Ich protestiere vehement dagegen, dass der Wiener Dialekt, ein alter, traditionsreicher Dialekt, aus dem öffentlichen Raum quasi so gejagt wird von Polizisten. Ich finde, es gibt Wichtigeres, aber zahlen werde ich das garantiert nicht. Das heißt, das Geäuder als Ausruf der Entrüstung und nicht als persönliche Ansprache, war das zu verstehen, oder? Nein, nein, nein. Also als gebürtiger Wiener weiß ich, dass das Wort Euder sehr vielschichtig ist, sehr vieldeutig. Und in dem Fall war das Euder eher quasi eine allgemeine Entzürnung des allgemein absurden Zustandes, dass die Polizei mich deswegen belangt. Jetzt muss man ja dazu sagen, du arbeitest als freier Pressefotograf, ja, hauptsächlich. Du bist es also gewohnt, solche Einsätze auch zu fotografieren. Durchaus. Ist das jetzt etwas, das dir schon öfter vorgekommen ist, oder war das jetzt das erste Mal, dass wirklich jemand so vehement auf dieses Fotografieren reagiert hat, ein Beamter? Naja, das erste Mal ist es auf keinen Fall. Das passiert leider viel zu oft. Und auch der österreichische Journalistenclub protestiert jedes Jahr wieder im Zuge der ganzen Demonstrationen gegen das Polizeiverhalten. Ich finde, diese Art der Polizeiwillkür gegenüber Menschen, die eine Kamera in der Hand haben, ein Handy, die muss aufhören. Ich habe den Einsatz weder gestört, noch irgendwie in keinster Weise interveniert. Der Einsatz verlief 20 Meter von mir entfernt, also ich sehe jetzt nicht ein, warum das so passiert ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Polizeipraxis, die halt quasi schon Präzedenzfälle hat. Ist nicht das erste Mal. Amüsant war deiner Meinung nach nicht nämlich nur der Einsatz, ganz, ganz viele Beamte für eigentlich ein relativ kleines Delikt. Amüsant und vor allem das Netz amüsiert sich drüber, ist vor allem auch ein bisschen die Wortwahl in der Strafverfügung und vor allem die Übersetzung vom, wie du es gesagt hast, Urwienerische ins Beamtendeutsch eigentlich, oder? Ja, das ist eigentlich, das ist ja überhaupt der Witz an der ganzen Sache, dass man Euder übersetzt quasi. Erstens, was willst du, Alter, also grundsätzlich, mir wird vorgeworfen, weil, Zitat, was willst du, Alter, gesagt zu haben? Was willst du, das habe ich nie gesagt, das fällt nicht in meinen Jargon. Alter, das mag man wohl übersetzen, ich weiß nicht. Also ich finde, es ist grundsätzlich absurd, die ganze Geschichte ist absurd, dieser Wisch ist absurd. Ja. Du wirst es schlicht und ergreifend nicht bezahlen, das heißt, du hast auch schon Einspruch erhoben. Ich habe Einspruch erhoben. Sollte dieser abgelehnt werden, werde ich als Märtyrer für den Wiener Dialekt meine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Das ist eine Ansage. Kann es vielleicht auch einfach sein, dass der Beamte selbst nicht aus Wien war? Ja, es kann sein. Das kann sein. Wir haben viele Beamte aus den Bundesländern. Genau. Dass er es deswegen vielleicht nicht verstanden hat? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Beamte hören öfter Euder in einem anderen Kontext. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass die Beamte untereinander Euder sagen. Ich glaube, das ist ein Wort, das zum Wienerischen gehört, genauso wie Herst oder Euder. Also das sind ja ganz viele nette, kleine Begriffe, die der Wiener jeden Tag verwendet. Und ich sehe nicht ein, warum mir das verwehrt sein sollte.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, für deine Geschichte. Ja, und liebe Zuseher, Sie haben es gehört. Einen gibt es also definitiv, der sich hier im Dienste des Wiener Dialekts sogar notfalls ins Gefängnis begibt.